Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch. Heute geht's eisenhart zur Sache. Zu Gast ein Metaller. Und was für einer? Jürgen Wechsler, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Die Zeiten sind turbulent. Kein Wunder, es stehen wieder, oder Sie sind mitten in Tarifverhandlungen mit den Metall- und Elektroarbeitgebern in Bayern. Worum geht's? Ja, es geht wie immer erstens um Geld und zweitens geht es ein bisschen um die Gestaltung der Zukunft. Wir wollen neben der Geldfrage auch die Frage klären, wann kann jemand würdig aus dem Arbeitsleben ausscheiden, Stichwort Altersteilzeit. Und wir wollen auch das Thema persönliche Weiterbildung regeln. Also drei Säulen quasi, die zu verhandeln sind. Fangen wir beim Geld an. 5,5%. Wann haben Sie das zuletzt erreicht? Im Ergebnis muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich habe das in den 70er Jahren Tariferhöhungen von 11 und 12% erlebt. Gab es das mal, ja? Das gab es in den 70er Jahren und auch noch in den 80er Jahren. Man muss allerdings fairerweise auch dazu sagen, in den 70er Jahren hatten wir Preissteigerungsraten von 8 und 9%. Das ist heute eher in der Größenordnung 2% oder eher drunter. Das ist ja eine Inszenierung, Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaftler sagen, wir wollen auch einen Schluck von der berühmten Pulle. Die Arbeitgeberverbände sagen, Maß halten. Ist denn jetzt mit 5,5% Maß gehalten, Ihrer Meinung nach? Ja, aus unserer Sicht schon. Man könnte in der Industrie in vielen Bereichen auch wesentlich höhere Forderungen begründen. Die 5,5% sind eigentlich solidarischer Ausgleich zwischen allen Branchen innerhalb der Metall- und Elektroindustrie. Es ist eine Forderung, die zufälligerweise genauso groß ist wie 2013. Und insofern sind wir eigentlich guten Mutes, dass wir unsere Forderung gut begründen können und die Arbeitgeber sich anstrengen müssen, zu erklären, warum sie diese Forderung nicht akzeptieren. Ich glaube, es gibt eher Dissens bei den beiden anderen Punkten. Altersteilzeit, wer kann und wer nach den Berufsjahren soweit ist, ich glaube, 45 Berufsjahre sind da reinzuarbeiten, der kann dann ausscheiden. Also wir haben ja in Deutschland mal das Gesetz zur Altersteilzeit gehabt. Leider ist das 2010, der Agenda 2010, auch zum Opfer gefallen. Wir in der Metallindustrie haben das zu einem Tarifvertrag gemacht. Seitdem gibt es auch eine eigenständige tarifliche Regelung. Danach kann jemand mit 57 Jahren in die Altersteilzeit gehen, erst mit einer Arbeitsphase und dann mit einer Freistellungsphase. Wir sagen, damit kann er würdig ausscheiden. Er bekommt im Durchschnitt 80 bis 90% von seinem jetzigen Nettoeinkommen weiterbezahlt. Und wir würden gerne diesen Tarifvertrag, der jetzt Ende März ausläuft, aufgrund von gesetzlichen Regelungen, wir würden den gerne mit den Arbeitgebern wieder in Kraft setzen. Und wir verspüren, dass die Arbeitgeber an der Stelle großen Widerstand leisten. Aber ich glaube, das wird Widerstand bei den Arbeitnehmern hervorheben. In der Metallindustrie wird man nicht per se jeder bis 67 arbeiten können. Also brauchen wir ein vernünftiges Ausstiegsmodell über den Bereich der Altersteilzeit. Und das wollen wir im Rahmen dieser Tarifrunde durchsetzen. Und Sie glauben nicht, dass der Ist-Zustand, wie es mal war, dass der noch verhandlungsfähig ist? Also wir würden schon gerne verhandeln, zum Beispiel die Frage, wer darf 4 Jahre, wer darf 6 Jahre in eine Altersteilzeit, ist jetzt ein bisschen tarifvertragliche Technik, aber das ist für uns ganz wichtig, weil wir zunehmend Arbeitnehmer haben, die auch unter Belastungen eingesetzt werden. Nehmen Sie mal Schichtarbeit, nehmen Sie Arbeitnehmer in Projektarbeit. Und die sagen, wir brauchen eben eine Altersteilzeit von 6 Jahren. Dann kostet es den Arbeitgebern auch mehr. Und alles, was kostet, muss man ihnen scheibchenweise sozusagen abbringen. Und darum wird es in dieser Tarifrunde gehen. Aber ich bin guten Mutes, ohne eine Altersteilzeit neuen Regelung wird es auch kein Tarifergebnis geben. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Arbeitnehmer, die sagen, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich möchte länger arbeiten. Das ist ja der Charme dieses Modells. Wir wollen einen Anspruch für jeden, dass er in Altersteilzeit gehen kann. Aber wir sagen nicht, es muss jeder gehen. Jeder entscheidet erstmal individuell. Aber was wir nicht zulassen werden, ist, dass der Arbeitgeber entscheidet, du darfst gehen und du darfst nicht gehen. Die dritte Säule des Modells, da geht es um etwas, was eigentlich unbestritten ist. Ein Leben lang lernen, dazulernen, bereit sein, lernbereit sein. Kostet Zeit und Geld. Wer bei Metall und Elektro dazulernen möchte,
macht es wahrscheinlich nicht in seiner Freizeit und am Wochenende, sondern will auch in irgendeiner Form in der Betriebszeit lernen. Ist das strittig oder? Das ist sehr strittig. Ich sage mal so, wir haben eigentlich gedacht, dass es in Deutschland auch mit den Arbeitgebern einen Konsens gibt, dass das wichtigste Rohstoff in einer Industriegesellschaft wie in Deutschland das Thema Bildung ist. Ja, wir haben kein Ölvorkommen und so weiter, aber Bildung ist unser Rohstoff, ist unsere größte Chance auch, gute Produkte nicht nur herzustellen, sondern sie auch wettbewerbsfähig zu verkaufen. Und wir als IG Metall haben gesagt, jetzt muss auch das Thema persönliche Weiterbildung Bestandteil eines Tarifvertrages werden, wo ein Arbeitnehmer sagen kann, ich möchte jetzt mal beispielsweise als Facharbeiter eine Technikerausbildung, eine Meisterausbildung, ich will mich im Bereich der Digitalisierung, die immer stärker auf uns zukommt, weiterbilden. Und wir wollen dafür, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Freizeit bekommt, um eben in der Freizeit auch in die Weiterbildung zu gehen und dass es dafür einen Entgeltausgleich gibt. Das ist natürlich auch so. Die persönliche Weiterentwicklung, das ist ja auch der persönliche Marktwert, den man dadurch steigert. Also eine gewisse Eigeninitiative kann man doch schon auch einfordern. Ja, natürlich. Die wird ja auch weiterhin bleiben. Selbst wenn wir eine Bildungsteilzeit, wie wir das fordern, finanzieren über den Tarifvertrag, wird der Arbeitnehmer auch seinen eigenen Beitrag mit einbringen müssen. Also es ist schon ein Modell, wo die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer sich beteiligen. Aber was nicht geht, ist, dass die Arbeitgeber sich jetzt in die Büsche schlagen und sagen, wir wollen zwar Weiterbildung, aber wir wollen nichts dazu tun und auch nichts bezahlen. Das geht nicht und deswegen ist das ein Thema im Rahmen dieser Tarifrunde. Also wir wollen nicht nur eine Altersteilzeit für jemanden, der später ausscheidet, sondern wir wollen auch eine Bildungsteilzeit, damit lebenslang jemand sich auch beruflich immer weiterentwickeln kann. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, die die Arbeitgeber mit unterstützen müssen. Wir haben weniger Weiterbildung durch die Arbeitgeber im Bereich von Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Wir haben am meisten Weiterbildung im Bereich von Akademikern in den Betrieben. Also es muss auch diese Hierarchie, wer an Weiterbildung beteiligt wird, diese muss wieder zurechtgerückt werden. Und dafür gibt es ja eine starke IG Metall und wir werden das auch durchsetzen. Da bin ich ganz optimistisch. Also da kommt jetzt wieder der Wahlkämpfer durch. Ich bedanke mich fürs Dasein, Herr Wechsler. Und wir geben wieder zurück in unser Studio. Das war das landespolitische Gespräch Bayern im Blick.